die Kesselbrücke von 25 und 28 Meter. Die kommen dann noch mit dem großen Kran drauf. Genau. Also der, schätzen wir mal, hat eine Höhe von vielleicht also 110 oder 120 Meter. Und dann sieht man hier auch wieder die Baufertigteile. Wahnsinnskran. Was, weißt du die Tonnage, die der heben kann? Der, so, was, also wenn er nicht ganz ausgelegt ist, ne, also ja, noch vorher ausgelegt ist, ja, kann er so anschauen. Boah, das ist ja ein Riesen. Ist der schon? Das ist der erste Ring, wo ohne drauf kommt. Ach, der wird vorher zusammengebaut. Ja, 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 ah, das ist ja interessant. Die wäre vorher, das sind die Halbschale. Können wir mal hier laufen? Ja, hochkommen. Super. Ja. Und die werden hier auf so einem Kummer, das ist ja, wie soll ich sagen, wie so ein Arbeitstisch. Ja, ja, wenn die, ein Stern, da werden die drauf und werden verschraubt. Genau. Wunderbar. Dann sind oben die Ösen schon dran für Anzuhänge, sieht man schön. Dann schwenkt der mordsmäßige Kran hier. Wahnsinnig. Ah, da, der erste Ring steht schon da. Hier ist das Fundament ebenerdig eingebaut. Raupenkran. Liebherr. Und wie heißt der Knecht? SK1000. Müssen alle gesetzt werden. Die ganzen Bauteile hier gehen hier hoch. Und dann kommt im Prinzip, so wie die Seile vom Kran dranhängen, kommen Seile durch diese Hohlkammerstege und werden unten mit dem Fundament verspannt und dann ausbetoniert. Und dann steht der Turm. Wuh! Guck. Ich halte gerade die Kamera dann. Ja? Danke. Also das ist schon eine Höhe von, ich bin 1,76 Meter, das ist ja 2 Meter hier hoch. Wahnsinn! Massiver Stahl, unglaublich. Ein Bauteil, allein das ist schon bewundernswert. Ich danke dir, Klaus. Vielen Dank. Schön. Also, da freue ich mich, wenn ich mal wieder herkommen kann, wenn es weitergeht und dann, wenn ich unterwegs bin und dann melde ich mich mal wieder. Dankeschön, Klaus. Schöne Ostern wünsche ich dir noch. Bald. Danke.